ich soll nicht filmen. Aber dahin ist natürlich stressig. Was ist da los? Wenn die Scheiße da hinten natürlich herzieht, dann sind wir am Arsch. BDX or nothing. Leute, willkommen zu einer neuen Folge BDX or nothing und es geht mal wieder in den Flieger, beziehungsweise wir sind schon da, aber es geht nicht ganz direkt hin, denn wir fliegen erstmal nach London und dann zu unserer finalen Destination nach Asien. Ihr seid dabei, viel Spaß. Okay. Wie ist es? Gut, sehr gut. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht es erstmal zurück nach Frankfurt. Ja. Wo wir heute gar nicht waren. Und dann geht es endlich Richtung Hongkong. Okay. Warum hast du nur zwei Paar Schuhe hier mit? Guck mal, hier ist ja ein Paar und dann steht hier unten drunter noch ein Paar. Was hat es damit auf sich? Da muss ja mein Schuhgame immer on point haben. Okay, für jede Situation das richtige Schuhpaar. Für jedes Outfit. Leute, wir sind jetzt wieder in Frankfurt und jetzt geht's in den Flieger nach Hongkong. Wir fliegen jetzt gleich los. Die Stewardess hat gesagt, ich soll nicht filmen, sondern ich soll das mit der PR-Abteilung abklären, aber ist mir egal. Ich will für euch den geilen Content hier delivern. Deswegen klassischer BDX, also wir starten jetzt. Eingepennt ist und den ganzen Flug geschlafen hat. Wir sind gelandet in Hongkong. Es ist 6 Uhr morgens in Hongkong und wir gehen heute auf den Suicide Cliff hoch. Es gibt einen Shortcut und der ist extrem steil und extrem schwer, aber das Gute ist, wir haben ja das Heavy Kamera Equipment dabei, deswegen nehmen wir natürlich den Weg. Dort geht's hoch. Das ist das Ziel. Ein Drittel haben wir ungefähr geschafft. Und ich werde euch mal meine bezaubernde Wanderbegleitung vorstellen. Ich glaube nicht. Meine Freundin Laura, die schläft noch. Und deswegen habe ich hier unsere Fashion Supermodel Straight Out oder Oberpfalz kontaktiert. Laura, was geht? Mein Leben ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Und wir haben sicherlich auch noch nicht ein Drittel geschafft. Das doch, auf jeden Fall. Höchstens ein Viertel. Okay. Also wir haben noch ganz einen weiten Weg vor uns. Aber dahin ist natürlich Stress. Was ist da los? Wenn die Scheiße da hinten natürlich herzieht, dann sind wir am Arsch. Weil da hinten regnet es schon. Ist das so richtig taifunmäßig oder ist das so ein bisschen Nieselregen? Ja, Nieselregen gibt es ja nicht, aber Regen wäre noch in Ordnung, solange es kein Gewitter ist. Aber guck, da ist halt... Boah, fuck. Kleiner Tipp, wer Höhenangst hat, don't look back. Wetter sieht gut aus. Sieht alles vorbei. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind wieder lebendig unten angekommen, auch wenn es zwischenzeitlich nicht ganz so aussah. Kann man auf jeden Fall empfehlen, richtig, richtig geiler Hike. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist festes Schuhwerk und genug zu trinken. Wir hatten irgendwie 3 Liter Wasser mit. Das hat trotzdem nicht ganz gereicht. Also lieber ein bisschen mehr mitnehmen und
früh losgehen, denn dann ist der View am besten. Wir waren echt die Allereinzigen. Also mega, mega geil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss.